Wir sind Corinna und Alex und das ist unser kleines Zuhause auf dem Land. Hier wird in der nächsten Zeit eine ganze Menge passieren. Was wir beim Umbau unseres Hauses so erleben, seht ihr in dieser und weiteren Episoden von Baulärm und Landluft. Hola! Good morning! Hier hat sich was getan, ne? Wo jetzt? Hier hat sich einiges getan. Auf dem Schädel? Ja. Ja. Ratzeputze. Also, was wir gestern schon erledigt haben von unserer To-Do-List ist Schleifen mit Le Schleif-Giraffe und Saugen. Alle Räume. Das ist Französisch, ich übersetze mal kurz. Also Le Giraffe, ja. Okay, der mal. Elefant, ist ja logisch. So, und dann haben wir gesaugt, damit hier alles blitzeblank ist. Okay, das war gar nicht so lustig, aber wie doch. Doch, ich kann auch gute Witze. Hm. Und jetzt haben wir begonnen mit dem Randstreifen. Also dieses weiße hier Puffzeug, ne? Puffzeug. Und ja, den tackern wir, knattern, muss ich. Den knattern wir jetzt überall. Den knattern wir da an. Und genau, davor kommt allerdings dann, teilen wir noch in der Mitte. Ja, unser Bodenaufbau ist ja nur 6. Und der Zentimeter? Ist, ja, sag mal so, auf dem Bau ist 6. 6. Und der ist 16. Ja. Und 16 minus 6 ist dann 8. Ja. Mal, nee. Okay, wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Okay, los geht's. Hinter mir seht ihr, haben wir schon alles hochgeschleppt für die Fußbodenheizung. Einmal hier den Randstreifen, den tagge ich morgen an mit Alex. Hier sind die Randhölzer oder Rahmenhölzer oder Kanthölzer. Hier ist das ganze System, die ganzen Geraden. Die sehen dann so aus. Und hier hinter mir sind irgendwo die Kurven. Hier drunter durch sind die Kurven für die Enden. Jetzt erklär mal, was du gerade machst. Ich schleife mit der Schleifgiraffe den Boden. Ich weiß nicht, ob das so regelkonform ist. Vor allen Dingen auch artenschutzmäßig, aber geht ganz gut. Ne? Honey! Warum ist die Streifen vorher? Ja, ganz ruhig bleiben. Na dann, mach viel Spaß mit deiner Giraffe. Danke. Und mal die Maske aufsetzen, ne? Das ist das Fußbodenheizungssystem, was ihr auch schon von unten aus dem Wintergarten kennt. Und das werden wir hier oben überall verlegen. Da haben wir uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte, damit man sich da kein Labyrinth baut. Dann hier im Wohnzimmer hatten wir noch den Balken geschliffen und dann hatte ich mir noch eine Kleinigkeit zusätzlich gewünscht, und zwar eine Bodensteckdose. Ja, ich weiß, eventuell war das wieder etwas spät. Wir mussten jetzt auch einmal kurz hier den Boden aufpickern und die Wand nochmal. Also hier, praktisch habe ich jetzt mit rosa Schaum wieder kaschiert, sind wir aus der Wand, also hier haben wir irgendwie die Zuleitung geholt aus der Steckdose. Und dann sind wir hier aus der Wand hier in den Boden rein. Hier kann man so ganz leicht erahnen, ist ein Loch mit einem Lochkreisbohrer. Dann hier und dann hier und dann hier. Und hier würde ich gerne später meinen Schreibtisch hinstellen. Und dann kann ich den auf den Boden anschließen. Den PC, nicht den Schreibtisch. Genau, so. Und das war das Wohnzimmer. Ja, alles soweit fertig, auch in der Küche. Hier haben wir noch einen Thermostaten geändert. Das war auch ungefähr genauso kompliziert, aber war nicht meine Schuld. So, los geht der große Spaß. Als erstes Mal haben wir die USB-Platte, die die Grundlage unseres Bodenaufbaus ist, so sauber und glatt gemacht, wie es nur ging. Da wir aus statischen Gründen auf einen Estrichboden verzichten mussten, trotzdem aber eine Fußbodenheizung bevorzugt haben und keine Heizkörper wollten, haben wir uns für das Cosmo Trockensystem Top 30 entschieden. Diese Fußbodenheizung besteht aus Trägerplatten mit Wärmeleitblechen, in die ein Aluverbundrohr eingeklickt wird. Die Fußbodenheizung wird schwimmend verlegt und straff eingebaut. An den Wänden werden zusätzlich zum Randstreifen, den Corinna hier gerade schneidet, Rahmenhölzer als Randausdehnung verbaut. Alle Komponenten werden von der Marke Cosmo geliefert, mit
sodass man voll und ganz im Produkt bleiben kann. Das Ganze wurde uns von der Sanitärfirma empfohlen, die unser Bauvorhaben begleitet. Wir verlinken euch gerne das Cosmos-System in der Videobeschreibung und empfehlen euch ebenfalls, mit einer Fachfirma zu sprechen. Die Randstreifen fertig. Also ich glaube, die heißen Rahmenhölzer. Zumindest steht das da drauf. Eigentlich wollten wir erst morgen anfangen mit der Fußbodenheizung, aber guck mal. Gut, oder? Aber das wäre ja dann der Verteiler. Das geht relativ schnell. Ich bin hier gleich raus mit Struktur. Ich gehe jetzt ins Badezimmer und mache da hinten die. Kannst ergänzen hier nicht. Die kleinen Ergänzungen, genau. Das machen wir hier eh, ne? Und du beginnst mal im Schlafzimmer. Warum haben wir kein Radio mehr? Das muss ich mal so aufbauen. Okay. Und noch irgendwo. Taggernadeln liegen, griffbereit. Ja. So, siehst du, jetzt ist das letzte Stück ja. Fertig. Ich glaube, ich lege hier bis hier vorne dann auf jeden Fall in weiß alles, ne? Weil die Bahn muss ja alle selber schneiden, die hier reingehen. Dann lege ich gleich diesen hier komplett so durch. Ja. Und ergänzt dann. Und mit dem Teil, der was noch eingepackt ist. Absolut. Guck mal, jetzt hat er doch schon mal Druck hier. Ja, sehr gut. Kann nicht mehr verrutschen. Fies on Earth. Du bist noch in Stimmung, ne? Und auf dem ganzen Planeten. Wir haben richtig viel geschafft, finde ich. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Wir haben den Fensterkreis ausgelegt. Naja, okay, da hatten wir schon angefangen, das habt ihr ja gesehen. Wir haben den hier weitergezogen. Hilfe! Wir haben hinter mir einen Wohnzimmerkreis gesondert. Das ist dann der Bereich, wo später Sitzecke und so ist. Couch. Der Wohnzimmerbereich geht ungefähr da bis zur Fenstergrenze. Und ab dem Fenster kommt dann der Fensterkreis. Hier ist es im Essbereich auch so. Bis hier, wo ihr jetzt ausgelegt seht, ist der Fensterkreis immer noch von da hinten. Das ist so ein Z. Und dann kommt der Küchenkreis später. Hier geht es ja zur Fußbodenheizung zum Anschluss, zum Verteiler oder wie man es nennt. Dann haben wir eben noch gerade das Schlafzimmer fertig geschafft. Der Fußboden sackt hier vorne vor der Treppe leider so ein bisschen doll ab. Da hat sich der Barbie jetzt nochmal ans Ausbessern gemacht, damit wir morgen da auch glatt mit diesen Styropor-Elementen drüberlegen können und das nicht so irgendwie dann vorne bei der Treppe so nach vorne kippt. Das sieht fantastisch aus. Morgen geht es dann weiter im Aufnahmeraum, im Studio und dann nur noch die Küche. In dem Sinne, erstmal gute Nacht und bis morgen. Es geht weiter mit Boden verlegen. Heute hier im Studio. Es wird spaßig.
So, die anderen sind noch in der verlängerten Mittagspause. Ich wollte euch mal kurz unser Fortkommen präsentieren. Hier ist noch ein bisschen wuddelig. Vor der Fensterfront im Wohnzimmer liegen schon überall Schläuche. Das heißt, die Fußbodenheizung kann hier bald angeschlossen werden. Dann seht ihr hier, hier ist der Eingang für alle Kreise. Angeschlossen soweit. Badezimmer fehlt noch, wie man sieht, da ist es noch leer. Schlafzimmer ist schon ausgefüllt mit Schläuchen. Und Studio und Aufnahmeraum sind auch schon ausgefüllt. Sieht richtig cool aus. Der große Moment der Wahrheit. Beide mit Kapuzen. Die Heizung wird abgedrückt. Ja, genau. Also wir befüllen jetzt sozusagen. Ne? Also wir nicht. Wir sind Kommunikationskommando. Und drückt uns die Daumen, dass es nicht sprudelt. Ich gehe auf meine Kommunikationsposition. Es geht los, meine Damen und Herren. Es geht los, meine Damen und Herren. Jetzt nur noch Luft. Jetzt nur noch Luft. Jetzt wieder ein bisschen Luft, Wasser, Luft, Wasser. So, hier. Ja, Wohnzimmerkreis ist gespült. Er kriegt irgendwie... So, das ist jetzt hier das Labyrinth. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Episode von Baulärm und Landluft verlegen wir Trockenestrichplatten auf unserer Fußbodenheizung. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert doch einfach unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch immer sehr über einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!